Am Freitag gab es einen offenen Brief seitens der Schülerinnen und Schüler an den Bildungsminister. Er hat nicht darauf reagiert. Wie groß ist die Enttäuschung darüber? Die Enttäuschung ist sehr groß, aber um ehrlich zu sein, von meiner Perspektive aus war es zu erwarten. Auf keinen der offenen Briefe, die in den letzten Monaten gestellt wurden, wurde irgendeine Form von Antwort gezeigt. Deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass es jetzt wieder zu keiner Antwort kam. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir jetzt als Schüler eben auch uns laut und stark machen. Schülerinnen und Schüler gehen heute auf die Straße, um zu streiken, um auf sich aufmerksam zu machen. Wie genau ist hier der Ablauf? Was ist geplant? Tatsächlich gibt es keinen zentralen Streik für die SchülerInnen. Wir haben uns einfach verschiedenste SchulsprecherInnen zusammengesprochen und geschaut, dass heute alle eher eine Form von Warnstreik, als dass es auch betitelt, zeigen, um kurz zu zeigen, was passieren könnte, wenn jetzt nicht Aktion genommen wird, um die Matura-Kondition menschlicher zu machen. Welche Maßnahmen, Änderungen wollt ihr haben? Was sind eure Forderungen? Da kann ich natürlich nicht für alle SchülerInnen und alle Schulformen sprechen. Aber zum einen ist sehr klar, und da sind wir uns auch alle einig, dass die mündliche Matura nicht verpflichtend sein sollte. Auch größere Stoffkürzungen sind ein größerer Konsens unter den SchülerInnen. Und sonst möchte ich mich da auch nicht weiter äußern, weil ich nicht für alle sprechen kann. Rechnet man mit dem heutigen Streik oder geht man davon aus, dass dieser heutige Streik zu einer Änderung führen wird, dass man gehört wird seitens des Bildungsministers? Es ist natürlich der Idealwunsch, dass der heutige Warnstreik als Warnung eben auch ausreicht. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass es wieder auf Stille treffen wird und eben größere und ernstzunehmende Reaktionen in weiterer Zukunft getätigt werden müssen, um auch zu einer Änderung zu führen. Das heißt, ihr seid schon am Planen? Es gibt kein Ihr in der Hinsicht, es gibt keine Planungen, aber ich weiß von meiner Schule aus, dass wir zum Beispiel eine Demonstration ansetzen für den Freitag, eben auch hier in der Gegend. Also ich glaube, sehr viele Schulen machen autonom Dinge. Es gibt da noch keine wirkliche Form der Schülerorganisation, weil da eben keine Zentralisierung stattgefunden hat bis jetzt. Mehr als 100 Schulen in ganz Österreich machen mit, gehen auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen. Wie groß ist die Freude darüber, dass man sich so solidarisch zeigt? Die Freude ist stark, aber prinzipiell ist auch noch klar in der Hinsicht, dass es nicht mal eine Form der Solidarität ist, sondern Einstehen für unsere eigenen Rechte. Da es nicht nur ein Fall ist von Solidarität zeigen mit anderen Schülern, sondern vielmehr eben auch zu zeigen, dass wir als Schüler eben eine Stimme haben und auch ein Recht haben und auch eine Meinung haben, die wertgeschätzt werden muss und gehört werden und auch auf die eingegangen werden muss. Die jetzigen Matura-Klassen sind besonders stark betroffen von dieser Corona-Pandemie. Es war ein Auf und Ab, kann man sagen. Distance Learning, dann wieder Präsenzunterricht. Dann zwischenzeitlich hat man nicht gewusst, wann kann man wieder zurück in den Präsenzunterricht. Wie lange wird dieses Distance Learning noch fortgesetzt? Wie hat das deiner Meinung nach funktioniert über diese 2 Jahre gesehen? Absolut schrecklich. Ich habe das Gefühl, und das sehe ich auch bei mir selbst, dass bei vielen SchülerInnen, das eine Form der Zerstörung des Alltags hervorgerufen hat. Und viele nicht mehr imstande sind, wirklich dem Schulalltag machen zu können. Einfach weil man eben keine Form der Struktur mehr hat und auch wöchentlich man die Sorge hat, dass es doch wieder anders wird und man auch Optionen hat wie Distance Learning, egal wann man möchte, die gut und wichtig sind, aber gleichzeitig auch eine Form der Struktur nicht mehr zulassen. Ich glaube, für viele SchülerInnen war es einfach ein kompletter Wurf aus dem eigenen Arbeitsrhythmus, der eben dann auch dazu hervorgerufen hat, dass viele eben auch dann die Schule nicht geschafft haben und viele abgebrochen haben. Und all diese Personen, die jetzt auf die Privilegien einer Ausbildung verzichten müssen, sind im Endeffekt Opfer der Staatsleistungen. Dein Appell an den Bildungsminister in einem Satz? Hör auf die SchülerInnen.